Hallo und herzlich willkommen zu Profound Singing. Heute mal mit einem etwas anderen Konzept. Ich habe ja mal vor ein paar Jahren in einem Ask Me Anything Video eine kleine Quizfrage gestellt, was mein verstecktes Hobby sein könnte. Spätestens heute wird es klar. Ich bin begeisterter Videospieler, Gamer. Aber ich habe ein Spiel gefunden. Das ist ein Spiel, das teilweise oder größtenteils mit der Stimme gesteuert wird. Und ich dachte, das könnte doch vielleicht interessant sein, dass wir mal ein kleines Playthrough hier auf dem Kanal machen. One Hand Clapping heißt das Spiel. Ja, ich würde sagen, wir springen mal rein und starten ein neues Spiel. Opening Night Later. So, was passiert? Ja, das sieht mir nach einem Rätsel aus. Was ist wahrscheinlich mit der Stimme zu lösen? One Hand Clapping. Das ist ein Ausspruch vom Buddha. What is the sound of one hand clapping? Ich hoffe, das ist nicht der Sound, den ich nach einem schlecht gesungenen Stück höre. Emotional damage! Oh, was haben wir hier? Den kann ich also mit meiner Stimme in der Höhe halten. Und dann wahrscheinlich... der fällt mir nicht auf den Kopf, das ist gut. Und dann hier rein. So. Und schwupps. Na, das funktioniert doch hier wie das Brötchenbacken. Super. A few moments later. Oh. Okay, komm mal mit. Ja. Ich glaube, da geht's weiter. Ja, ja. So. So. Und? So, da geht's weiter. Naja, läuft doch. 5 minutes later. Das wäre ja wohl ein Wunder, wenn das einem studierten Opernsänger nicht gelingen würde. Ups. Ah. Oh, oh. Oh. Sie singen? Ja. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Das ist eine gute Atemübung, dieses Spiel vielleicht sogar. Die Töne einfach versucht ganz lange zu halten und dann zu schauen, was passiert. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann. 10 seconds later. Aha, okay. Ich glaube, da muss ich einen Weg bauen. Und zwar, das ist aber... Ist das seitenverkehrt? Nee. Gleich. Okay, wo muss es dann hin? So ungefähr auf 8. Uhr mit dem, also 8:30 würde ich mal sagen. Ja. Kurz gucken. Nee, ein bisschen zu weit. A few moments later. Bleibt weg. Ist das eine schwarze Zunge oder sowas? Nice. Der Fall war lang. Ui. Wer ist das denn? Oh, wie süß. Einen tiefen Ton. Einen hohen Ton. Ich habe die Töne gesungen, die ich gehört habe. Oh mein Gott! Wow! Ja. Hey, ich singe tief. Du musst runtergehen. Ja. Nee, ich komme nicht durch. jetzt kann ich endlich. Also, jetzt muss ich aber hoch. 5 minutes later. So, hier nochmal durch. Komm. Ja, haut ihn durch.
die Tonhöhe. Hast du das Spiel schon mal gespielt eigentlich? Schreib doch mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Ich habe es wie gesagt auf dem Handy mal gehabt, aber ich muss sagen, es macht doch deutlich mehr Spaß mit dem Controller zu spielen, weil auf dem Handy diese Steuerung muss man immer auf dem Bildschirm rumdrücken und das ist ein bisschen nervig. So, was muss ich jetzt hier machen? Da hinten ist ein Knopf und dann geht es wahrscheinlich da hoch. Also ich würde sagen, ich laufe erstmal da hoch. Aber das ist zu steil. Nee, es geht. Und dann drücke ich auf den Knopf. Later. Drücke, um die Notenanzeige ein- oder auszublenden. Ey, was soll das heißen? Ich fühle mich gerade durch die Notenanzeige gedisst etwas. Ja, ich will nicht so empfindlich sein hier. Ich habe das Gefühl, es funktioniert ohne Vibrato besser. Deswegen werde ich mal ein bisschen Vibrato-los singen. Außerdem ehrlich gesagt, also was ist denn das für eine enharmonische Verwechslung da? A ist Dis, G. Seriously? What? Das muss BSG heißen, das ist ein S-Dur-Akkord, meine Güte. Quad-6-Lage. Egal. Ich muss sagen, das macht leider sehr viel Spaß. Auch wenn es ein bisschen blöd ist. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du die Idee von solchen stimmgesteuerten Spielen gut findest. Würde mich auch mal interessieren, ob du denkst, dass solche Spiele vielleicht ja, die Lust am Singen vielleicht vergrößern könnten oder nicht. Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Later. Könnte besser sein. Ich muss dazu sagen, ist echt, mit Kopfhörern singen ist gar nicht so ohne. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Popaufnahmen gemacht habt. Also ich mache ja auch, komponiere ja auch ein bisschen und schreibe ab und zu auch Songs und sowas und nehme die dann mit meinem Equipment auf, mit Kopfhörer. Und es ist, mir fällt immer auf, dass es unheimlich schwierig ist, mit Kopfhörern zu singen und die Intonation gut zu halten. Man könnte natürlich dann auch hier so ein Ohr rausmachen. Aber jetzt hier beim Spielen finde ich das ein bisschen komisch. So, was kommt jetzt? Ein Tritonus. Haha. Ja. Denkt wohl, das sei schwer. Ob er für jemanden, der Charino gesungen hat in seinem Leben, für den ist das überhaupt nicht schwer. Ja. Was, kennt ihr Charino? Oh. Könnt ihr mal auf Spotify mal schauen, da gibt es eine Platte, wo ich mitgesungen habe. Echt heftiges Zeugs. Okay, was gibt's jetzt hier? 6 hours later. Okay, aha. Okay, ich muss hier lang, alles klar. Okay. Doch. Das ist richtig. Hier weiter. Gut. So richtig Jump'n'Run-mäßig jetzt hier. Ist gut. Ups. Ah, und los geht's. Ah, gut. Oh, das sah mir fies aus gerade. 2000 years later. So. Ich glaube, ich muss gegen den kämpfen, aber ich hoffe. Mit der Kraft des Gesangs. Nein, Hilfe. Oh Gott. Oh,
Ja, das Stress lässt nach. Jetzt hier drauf vielleicht. Nein, komm, wir fahren zusammen. Genau. Ach, das ist ja nett. Ach, der hilft mir sogar, der Maestro. Gut, gut, gut. Alles einfach. Okay, das kriegen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Ist eigentlich mal direkt entspannt zwischendurch, dass man noch nicht singen muss, ne? 24 hours later. Also, geht doch. Much, much later. Okay, jetzt ist es super langsam, aber was bringt mir das? Ah, mal komm. Ich kann es ja ganz schnell. Ah, okay. Okay. Verstehen. Okay, hat's geklappt. One eternity later. Na, Maestro, hast du gewartet? Tut mir leid. Hat ein bisschen gedauert. So, aber jetzt. Maestro, ich komme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das Spiel schon ausprobiert habt. Bleibt immer gut bei Stimme. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt, und bis ganz bald. Macht's gut.